Breite deine Flügel aus. Gesicht verdecken. Das Zentrum von König Elfrids Macht, wo man bis zum Knöchel in Scheiße versinkt.
Ich finde den Mann in Weiß im Haus ihres Gottes. Besser nach.
du dich an Mildred, die Brotkneterin? Die Metze, die den Teig ohne Kleider knetet? Und man kann kaum den Blick von ihr abwenden. Ah, dann wird es dich freuen, dass Greve Selwyn sie verhaften ließ. Gottlob. Wegen der zur Schaustellung ihrer Nacktheit? Oh, daran zweifle ich nicht. Sicher hat sie einen wichtigeren Herrn. Der Minet kommt um meines oder Vater des, so es bekannt werden und rufe. Thank you.
Sie flügen zu den Griechenden. Thank you.
Lancaster weint um einen guten Bischof und einen vor Kraft strotzenden Mann. Möge er Frieden bei Gott finden. Sieh mal nach, Sünen. Das muss der Tempel ihres scheuen Gottes sein. Sie haben ihm ein prächtiges Haus errichtet. Condemnabitur inconvenient. Der Herr holt die Fronzen, damit sie an seiner Seite sitzen. Bischof Elfried? Der ist nicht bei Gott. Der schmort im ewigen Feuer wie alle Ketzer. Leise, man wird dich hören. Selbst die Mächtigen fallen. Und Bischof Elfried, der Diener des Herrn, war wahrhaftig ein mächtiger Verteidiger Gottes. Er war ein... Eine Dänin kommt in mein Gotteshaus? Auf der Suche nach Gottes Vergebung, wie ich hoffe. Dein Herr Jesus kann warten. Ich bin hier, um dich zu sehen. Ist dem so? Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Du kennst diese Worte und du weißt, warum ich sie zu dir sage. In der Tat. Doch bin ich noch nicht überzeugt, ob du für die Aufgabe geeignet bist. Wie Jesus zu Thomas sprach: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Richte vom Weg Jesu Christi in der richtigen Reihenfolge. Nur dann triffst du meinen Herrn. Wenn ich zu deiner Laute tanzen soll, gib mir die Schritte vor. Derlei Weisheit findet sich in Büchern. Es gab viele davon in Englerland, bevor die Dänen unsere Kirchen niederbrannten. Nur wenige sind geblieben. Vielleicht erbarmt sich auch eine fromme Seele in Not und erteilt dir eine Lektion.
Ich berichte dir später davon. Auf Wiedersehen. Er war ein Mann von unübertroffener Lebenskraft. Er kannte sich in der Bibel aus, war scharfsinnig, stark und demütig wie ein Lamm. Doch Gott hat Elfried an seine Seite gestellt. Und